Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zum Star Stable News Update vom 26.04.2017. So, diese Woche kam, wie ihr hinter mir schon seht, das Feargrove Update, beziehungsweise das Feargrove Makeover. Es gab ja bereits letzte Woche ein Video, in dem der Entwickler, der Mitentwickler und der, also der Designer quasi gezeigt hat, was ungefähr geplant ist für das Makeover. Ich werde euch den Link dazu nochmal in die Videobeschreibung packen, das findet ihr dann ganz oben. Und ja, wir können es jetzt mal gemeinsam ansehen. Ich habe es selbst noch nicht angesehen, aber ich finde es alleine von außen schon total schön gemacht. Und ja, also ich finde, das Design, das sie hier gewählt haben, ist wirklich sehr interessant. Das ist ja eine Mischung aus Österreich, also was ich mitkriege, österreichisch, dann aus, ich glaube, irgendwas Bayerischen kann das sein, und noch was mit Wikinger-Design, irgendwas. Naja, auf jeden Fall, ich finde es total lieb gemacht, das ist mal was komplett anderes. Wie soll ich sagen, ich meine, da ich selber aus Österreich komme, es ist so ein bisschen, es stimmt, es ist so ein bisschen österreichischer Einschlag mit drin, stimmt. Wenn man auf diese Almen fährt und so, das ist gerade dieses rustikale Holz und alles, das ist die weiße Fassade mit dem Holz unterhalb, das ist eigentlich so bekannt für Österreich. Und ja, also, es ist wirklich schön gemacht, vor allem schön detailgearbeitet, Wahnsinn, wenn man das, also Wahnsinn, ja, Verzeihung, nur der Baum steht hier etwas ungünstig direkt davor. Aber hier so mit den Blümchen und den Trögen und mit den Details auf den Fensterläden und irgendwie voll schön gemacht. Ich finde das echt schön getroffen. Hier so mit den Laternen so, total schön gemacht. Aber hier echt die Blumenkörbe, die hauen mich gerade komplett vom Hocker. Hier, guckt. So richtig schön Detail gearbeitet, mit dem Efeu daraus, mit dem Gras, mit den Blümchen. Echt schön gemacht. Also, Hut ab an den Designer. Finde ich wirklich wahnsinnig schön gemacht. Das Haus des Bürgermeisters hat natürlich auch ein komplettes Makeover bekommen. Können wir uns hier mal anschauen. Vor allem hier die ganzen Stühle und Bänke und die ganzen Fassaden und die ganzen Zäune und alles ist komplett anders gemacht, ja. Aber ich finde das total toll. Ich finde das total toll. Ich überlege gerade wirklich ernsthaft, ob ich meinen Heimatstall nach Feargrove verlege. Guckt. Total schön gemacht. Also, Wahnsinn. Hut ab meinerseits an die, wie soll ich sagen, an die Set-Designer, an die Grafiker, an die Designer, die da lang gesessen haben und drüber gerätselt haben. Wie gesagt, wer von euch das Video noch nicht gesehen hat, ich packe euch das unten in die Videobeschreibung. Gleich ganz oben könnt ihr dann draufklicken. Ihr findet auch noch viele andere Sachen in der Videobeschreibung, wie zum Beispiel der Name zu meiner Facebook-Seite. Wink, wink. Nun gut. Ja, also, können wir noch das Café angucken? Oh ja, das ist auch sehr schön gemacht. Es erinnert mich an diese Buschenschenken, heißt das bei uns. Die machen bei uns im Sommer immer auf. Da kann man dann wirklich, die haben nur über Sommer offen. Dort kann man dann so also Bretteljausen oder so, oder so eine kalte Platte quasi essen. Und das ist, also ich weiß nicht, ob es das noch wo gibt. Also ich kenne das nur von uns so. Also in Österreich generell gibt es das, glaube ich. Aber von außerhalb kenne ich das nicht. Das kann ich auf alle Fälle jedem mal empfehlen, in eine Buschenschenke zu fahren, wer über den Sommer runterkommt. Aber seid gewarnt, ihr müsst überall reservieren, weil die sind jedes Jahr komplett, ja, zu. Also voll, sag ich mal. Ja, ist auch total gemacht hier. Grandmas Glamour. Jetzt passt dieses Grandmas Glamour auch zum Optischen, finde ich. Also ja, auf jeden Fall wahnsinnig schön gemacht. Hier sieht man nochmal den Eingang, weil die haben die Zäune ja ursprünglich errichtet, um sich vor Wölfen in diesen Wäldern zu schützen. Dort hat man den Hochsitz jetzt. Ich glaube nicht. Kann man da hochgehen? Nee, ich glaube nicht. Kann man nicht hoch. Nee, aber das Hochsitz ist echt schön gemacht. Also, wow. Ja, also meinerseits wirklich, meiner Meinung nach, wahnsinnig schön getroffen. Jetzt können wir uns den Stall noch angucken. Oh, sogar mit dem Holz da unten. Ich glaube, ich verlege meinen Heimatstall nach Feargrove. Nee, das ist echt gerade mit voller Ernst. Pferd wollen wir umziehen.
Was hältst du davon? Ja, wenn ich eigentlich. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Und wir sind umgezogen. Nein, ich finde das hier wirklich wahnsinnig schön gemacht. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt mir ja gerne mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich weiß ja nicht, vielleicht gefällt es euch überhaupt nicht, vielleicht hat euch das alte Firbo besser gefallen. Weiß ich ja nicht. Ich finde es auf alle Fälle wunderschön getroffen, die Detailarbeit richtig schön gemacht und mit den Grenzen und mit den Blumentrögen und mit den Details an den Fenstern wirklich wahnsinnig schön gemacht. Und ja, ansonsten hat, glaube ich, noch der Pferdemarkt abgebaut. Und ja, also Quest ist jetzt diese Woche nicht gekommen. Es sind ja auch letzte Woche erst die Story Quest gekommen, diese Woche eben das Makeover. Und ja, dann werde ich mich für diese Folge wieder verabschieden, weil mehr gibt es, ich will es nicht sagen, leider. Diese Woche gibt es eben das große Makeover und ja, ich denke, es gibt noch Sachen, die man so machen kann in Star Stable. Und sei es Pferde leveln. Und ja, das sehen wir uns dann nachher. Da bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.